Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, wir sind hier immer noch bei unserer Simpson-Welt und bauen natürlich unsere Westernstadt weiter. Man sieht schon langsam, worauf wir zusteuern. Natürlich hier unserem Knast, wo der Sheriff drin hockt, denn in unserem Saloon und natürlich die Kirche. Das hier ist auch alles ein Dreier-Set. Das heißt, wir fangen heute erstmal an mit dem Knast. Also erstmal der Sheriff muss hier reinziehen in die Stadt. Wir haben ja schon ein paar Gebäude, da kann er schon mal gleich sich an die Arbeit machen, hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Danach bauen wir den Saloon, da können die Leute dann etwas trinken. Und wer, sag ich mal, nicht zu grob wurde, dass der Sheriff gleich eingreifen konnte, bauen wir danach dann gleich die Kirche. Das heißt, wenn du zu, sag ich mal, gesündigt hast im Saloon, kannst du gleich zur Kirche gehen und da alles beichten. Da würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ja, aber vorher gucken wir noch einmal bei unserem Barbiershop vorbei. Der ist jetzt auch fertig eingerichtet, das heißt, da gehen wir einmal rein. Vielleicht kriege ich auch hier gleich noch eine neue Frisur verpasst. Gucken wir mal. Ja, der Barbiershop. Ja, was kann man dazu sagen? Zum einen haben wir hier vorne einmal diesen Stuhl hier. Da kann man sich dann raufsetzen, Füße nach vorne, Kopf nach hinten und sich hier gleich eine neue Frisur verpassen lassen. Aber falls man noch nicht genau weiß, was man gerne jetzt haben möchte vom Barbier, kann man hier einmal kurz zur Wand gehen und gucken, wie man gerne aussehen möchte. Wie so ein Creeper, ein Zombie, ein Skelett oder ein Steve, ne, kann man sich hier aussuchen. Dann setzt sich denn hin. Und dann kann der Barbier hier gleich erstmal die Haare waschen und hier, da haben wir noch ein Handtuch dafür, denn, ne? Wenn du dann zufrieden bist mit der Arbeit, was er gemacht hat, kannst du natürlich hier vorne beim Kassenbereich ihm das Geld geben oder ihn gleich überfallen, aber ich rate dir nicht, ihn zu überfallen, denn wir bauen ja gleich daneben, ja, das Häuschen vom Sheriff hin, ne? Also, du wärst hier schnell verhaftet, ne, wenn du hier was machst. Ja, und damit auch hier unsere Stadt sicher ist, müssen wir natürlich jetzt unseren Sheriff bauen. Das heißt, wir gehen wie immer erstmal an die Kiste ran, suchen uns hier erstmal unser Blockmaterial raus und dann holen wir uns ganz einfach mal gesagt erstmal hellgrauen Beton raus, dann nochmal türkisen Zement, dann einfach Steinstufen, dann holen wir uns Fichtenholzstufen raus, dann Eichenholztreppen, davon die Stufe, die Treppen und den Block davon, oder ups, nicht den Block, sondern hält den Baumstamm davon. Und dann holen wir uns auch die Schwarzeichenholzblöcke raus. Wenn wir dann das alles zusammen haben, geht's los. Ich würde sagen, erstmal mit unserem hellgrauen Beton ziehen wir uns erstmal den Grundriss. Erstmal eine gerade Reihe, die uns erstmal langziehen. Das heißt, wir setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also 14 Blöcke erstmal gerade lang. Dann gehen wir an die Seiten und ziehen noch nach hinten weg. 1, 2, 3, ups, 4, 5 und 6. Insgesamt haben wir 7 Blöcke hier auf der Seite. Das gleiche Spiel machen wir noch einmal hinten und können das Ganze dann miteinander verbinden. Wenn wir uns denn den Grundriss erstmal gezogen haben, können wir das Ganze auch nach oben bauen. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir hier eine Höhe von 9 Blöcken. Können wir nochmal gucken. Hier haben wir 4 unten, hier haben wir 4 oben, das sind 8 und hier in der Mitte haben wir noch 1, also 9. Wenn wir dann erstmal alles hochgezogen haben, können wir einmal zu unserem türkisen Zement wechseln und oben noch eine Reihe langziehen. Wenn wir das dann getan haben, nehmen wir einmal unsere Steinstufen hin und fliegen jetzt auf die Innenseite unseres Gebäudes und können hier einmal unser Dach ziehen. Weiter geht's ja mit unserem türkisen Zement. Wir fliegen dann auf die rechte Seite unseres Daches hin, lassen an der Seite 2 Stufen Platz, schlagen dann hier so 3 Stufen weg. Dabei achten wir darauf, dass wir an den Seiten immer noch eine Stufenreihe haben. Das Ganze machen wir auf eine Länge von 4 Blöcken insgesamt, können dann hier erstmal denn unsere Zementblöcke einsetzen. Die Mitte hier von den Steinstufen tauschen wir einmal aus durch Fichtenholzstufen. Das soll so ein kleines Dachfenster sein, nicht Dachfenster, sondern eine kleine Dachluke, wo man hochklettern kann. Ich lasse es einfach nur so ein bisschen als Deko, weil es beim Original auch vorgegeben ist. Wir bleiben aber immer noch bei unseren Fichtenholzstufen. Die verwenden wir jetzt einmal vorne bei unserem Gebäude. Da setzen wir einfach 3 weitere Reihen davon einfach mal ran. Weiter geht's jetzt mit natürlich, dass wir unsere Tür wie Fenster in das Haus reinhauen, damit unser Sheriff auch natürlich reinkommt. Das heißt, wir fliegen auf der Vorderseite erstmal an den Seiten hin, schlagen hier erstmal, würde ich mal sagen, wieder ein 3x3 großes Fenster rein. Dann lassen wir eine Blockschicht so, wie sie ist und schlagen jetzt hier, würde ich mal sagen, 4 Blöcke insgesamt weg. Machen wir dann auch hier auf eine 4er Höhe unten auch nochmal weghauen. So, dann wieder eine Schicht so lassen, wie sie ist und dann machen wir hier wieder ein 3er Fenster rein. Würde ich sagen, können wir gleich hier alles mal alles aushöhlen.
Wir fangen erstmal an den Seiten an mit den Fenstern. Hier setzen wir einfach mal an den Seiten jeweils die Treppen hin, oben natürlich die umgedrehten, denn in der Mitte natürlich hier die Stufen hin und an den Seiten unsere Falltüren. Auf der anderen Seite hier genau das gleiche Spiel. Bei der Tür fangen wir dann erstmal mit den abgezogenen Eichenholz an. Das platzieren wir an den Seiten einfach gerade bis nach oben hin. Dann platzieren wir ganz oben einfach mal umgedrehte Eicheneholztreppen. Unten platzieren wir dann unsere Schwarzeichenholzblöcke hin. Und dann würde ich sagen, die Tür setzen wir uns im Nachhinein hin. Weiter geht's dann auf den Seiten. Bei den Seiten machen wir natürlich auch noch ein paar Fenster hin. Ich würde sagen, wir lassen an den Seiten zwei Blöcke Platz und schlagen dann hier auch wieder so ein 3x3 großes Fenster rein. Auf der anderen Seite machen wir es dann natürlich synchron aus so und können hier eigentlich die gleichen Fenster reinsetzen, so wie die wir schon vorne hatten. Einfach an den Seiten halt die Treppen, in der Mitte natürlich die Stufen und zum Schluss setzen wir noch die Falltüren hin. Wenn wir dann die Fenster erstmal fertig haben, machen wir jetzt natürlich oben noch von unserem Sheriff, sag ich mal, das Aushängeschild hin. Dabei würde ich mal sagen, fangen wir mit den Eichenholzstufen an. Wir fliegen jetzt zur Tür, lassen eine Blockschicht so, wie sie ist und können hier, sag ich mal, vier Blöcke einfach mal, genauso wie breit die Tür ist, einfach mal da oben hinsetzen. Daraus machen wir jetzt natürlich Blöcke hier, oder du kannst auch gleich natürlich Blöcke nehmen, aber hier machen wir ans Gesicht zwei Blockschichten hin von den Eichenholz. So, dann können wir unten und oben bei den Mitten, also in der Mitte natürlich hier nochmal Stufen hinsetzen. An den Seiten von den zwei Blöcken setzen wir einfach mal, würde ich mal sagen, unten umgedrehte Treppen hin, einfach hier bis zum Ende und oben ganz normale Treppen hin. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal, unten umgedrehte, oben normale Treppen und dann haben wir unser Aushängeschild hier beim Sheriff schon fertig. Jetzt können wir uns das Ganze noch ein bisschen, sag ich mal, dekorieren. Du kannst es dir natürlich jetzt so gerne lassen, wenn es dir gefällt. Oder du sagst dir, nee, ich möchte es nicht so haben und möchte das Holz so ein bisschen, sag ich mal, haben, dass es schon ein bisschen kaputt ist. Dann kannst du hier die Treppen gerne auch immer noch mal umdrehen, hier so ein bisschen austauschen. Machst du es noch umgedrehten, wieder so eine normale. Und dann oben kannst du es auch noch mal machen. Ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen. So, auf der anderen Seite mache ich mir das auch noch mal. Kann willkürlich sein, musst du nicht machen. Kannst auch synchron machen, halt wie du es dir gerne halt gestalten möchtest. So, dann sage ich mir hier einmal. Ja, danach kannst du einfach mal das Blockmaterial wieder wegtun. Gehen wir an die Kiste ran und holen uns die zweite Reihe raus. Weiter geht's denn mit unseren Schwarzeichenholztüren. Dann benutzen wir einfach mal Eisengitter noch. Dann einfach mal hellblaues Glas, dachte ich mir, für dieses Gebäude. Kannst auch gerne eine andere Farbe nehmen. Dann holen wir uns noch Tropenholztreppen. Dann nochmal die Stufe davon. Hellgrauer Beton und natürlich Tropenzaun. So, wenn wir dann auch dieses ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los. Ich würde sagen, die Tür verwenden wir als erstes. Wo kommst du natürlich rein? Hier vorne. Zack, setze ich mir einfach mal gleich hier rein. Danach geht's schon gleich mal nach innen, denn alles, was wir haben, brauchen wir für innen drin. Wir nehmen jetzt erstmal das Glas. Das Dach, das ich mir jetzt einfach mal platziere, ich mir auf der rechten Seite unseres Gebäudes. Du kannst es natürlich auch gerne spiegelverkehrt bauen, wie du möchtest, aber ich denke mir, der Sheriff sitzt auf dieser Seite und auf der anderen Seite hätte ich gerne mir den Knast gemacht. Da setze ich mir dann gleich schon mal erstmal hier Eisengitter hin. Nicht verwundern, warum die jetzt, sage ich mal, so aussehen. Wir setzen uns ja auch gleich noch Tapeten hin. Dann nimmt das hier gleich schon eine Gestalt an. Das heißt, jetzt schnappen wir einfach mal unseren hellgrauen Beton und können hier eine Tapete reinsetzen. Die machen wir, würde ich mal sagen, einfach mal auf den Seiten und auf der Vorderseite hin. Auf der Rückseite mache ich mir das Ganze nicht hin, weil ich jetzt, sage ich mal, hier keine Fenster habe. Wenn du natürlich dir jetzt hier Fenster hinbauen möchtest, musst du natürlich auch hier nochmal eine Tapete ziehen. Aber ich denke mir, ein bisschen mehr Platz wäre gar nicht mehr so schlecht. Von daher lasse ich hinten einfach mal, nimm das so, wie es ist und setze mir keine Fenster hin. Ja, nachdem man sich dann so ein bisschen die Tapete hier gesetzt hat, ich habe mir noch gedacht, hier bei den Fenstern mache ich mir an den Seiten noch so ein bisschen hier, würde ich mal sagen, Holz daneben den Fenstern, damit sich das hier ein bisschen hervorhebt und auf der anderen Seite mit den Eisengittern, da mache ich einfach die Beton hin. Ich sag mal, wer hier eingebuchtet ist, da soll ja auch nicht so leicht rauskommen. Wir bleiben auch noch kurz hier bei unserem Beton, denn wir setzen uns, sage ich mal, hier noch so eine kleine Trennwand rein. Wir lassen einfach hier von der Wand, würde ich mal sagen, so zwei Blockreihen Platz, setzen uns dann hier einfach mal drei Blöcke an sich hin und hier beim dritten das Ganze einfach mal bis ganz nach oben machen und dann würde ich hier oben auch nochmal mir hier einfach mal so eine Schicht lang ziehen. Insgesamt habe ich mir jetzt hier in so eine 5er Höhe hingesetzt. Danach gucken wir nochmal bei der Tür ein bisschen vorbei. Ich habe mir jetzt noch schnell steinzige Treppen rausgesucht. Die setze ich mir einfach mal oben hin. Ich finde, die passen gut zum Beton. Und unten setze ich mir jetzt als Boden jetzt die Tropenholztreppen hin. Du kannst natürlich auch einen anderen Boden nehmen. Ist immer so Geschmackssache. Und dann setze ich mir einfach jetzt hier auf den Boden einfach noch ein paar Stufen hin. Aber ich bin noch nicht so ganz fertig und zwar gucken wir noch einmal hier bei unserem Knast ein bisschen hin. Ich habe mir jetzt so gedacht, wir machen jetzt hier natürlich auch so eine kleine Tür hin. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal als Verbindung so einen Tropenholzblock hin. An den Seiten mache ich Treppen hin, damit man vielleicht leichter raufkommt, wenn wir hier noch eine Tür reinsetzen.
Und dann könnten wir eigentlich theoretisch schon hier, sage ich mal, alles mit Eisengitter zuhauen. Der Verbrecher soll natürlich auch nicht hier rauskommen. Und dann würde ich hier noch einmal, wenn wir sagen, die Tür hat eine 2er Blockhöhe, beim dritten dann nochmal hier so Eisengitter hinsetzen und den ganzen Oberkörper eigentlich nochmal Beton hinsetzen, damit das alles schön stabil ist. Ich habe mir jetzt noch innen drin hier noch schnell neben dem Fenster noch ein paar Falltüren hingesetzt. Ich denke mir einfach, das füllt den Raum noch ein bisschen aus und hebt die Fenster noch etwas mehr hervor. Die Decke habe ich mir auch schon hier gleich gezogen mit ein paar Fichtenholzstufen. Ich fand jetzt irgendwie den Kontrast am besten jetzt, wenn ich die dazu nehme. Nö, ist aber auch immer Geschmackssache. Man sieht auch, man hat oben noch genug Platz, wenn man sich ein paar Lampen reinbauen möchte. Also kannst du hier auch ein bisschen was ausdenken, ob du hier noch Lampen möchtest. Ich sag mal, jetzt hier durch Stufen scheint natürlich auch Licht. Das heißt, hier ist der Raum auch natürlich überall hell. Also ich setze mir, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir, sag ich mal, Lampen reinsetze. Da muss ich mal gucken, wie ich mir das Ganze dann einrichte. Bei unserem, das würde ich mal sagen, bei unserer Zelle hier habe ich noch eine Eisentür eingesetzt mit einem Hebel. Ich empfehle dir natürlich auch, den Hebel nur von außen hinzusetzen. Von innen drin, glaube ich, macht das nicht so viel Sinn. Ansonsten kann ja dein, sag ich mal, dein Gangster hier natürlich auch gleich wieder ausbrechen. Ja, das ist dann schon hier der Knast. Da müssen wir natürlich noch was raufschreiben. Das heißt, wieder an den Kiste ran. Und holen sie die letzte Sache raus, und zwar natürlich Banners. Das ist wieder die Frage, wenn du nicht genau weißt, wie man hier Buchstaben auf Banners craftet, findest du wie immer in der Videobeschreibung so ein kleines Tutorial, wo ich dann erkläre, wie man sich, sage ich mal, das ganze Alphabet auf Banners craftet. Da schreiben wir natürlich Jail rauf, ist bestimmt jetzt falsch ausgesprochen, aber egal. Also Knast, Gefängnis, ne, da wo unser Sheriff ist, und dann kann man sich hier das Ganze noch ein bisschen einrichten. Damit der Sheriff natürlich hier auch beim Knast sein Pferd anbinden kann, machen wir hier noch so einen kleinen Anbindepfosten, würde ich mal sagen. Ein bisschen was mit, ja, nehmen wir einfach ein paar Zäune. Hier oben machen wir dann einfach mal, sag ich mal, um das zu verbinden, ein paar Stufen. Dann kannst du hier dein Pferd natürlich am Zaun anbinden. Und dann kann der Sheriff hier natürlich auch noch sicher sein Pferd parken. Na gut, ansonsten würde ich sagen, stellen wir uns vorm Knast hin. Wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Und ansonsten sage ich nur eins, und zwar ganz einfach, haut's rein und tschüss.